HCD Talk, präsentiert vom Mondsteiner Bier. Der HC Davos, der spielt seit Weihnachten wie verwandelt. Wieso läuft es plötzlich? Und was hat der Spenger Cup in der Mannschaft bewirkt? Das ist der erste HCD-Talk im neuen Jahr. Schön sind Sie mit dabei. Und bei mir im Studio, das ist wie gewohnt Bernie Gamenisch, HCD-Experte bei der Südostschweiz. Schön, Bernie, bist du da. Hallo. Hallo, Roman. Ja, ein richtiges Mammutprogramm, das der HCD abgeschlossen hat. 9 Spiele innerhalb von rund 2,5 Wochen. Die hat 8-mal gewinnen. Ich war ein paar Mal an diesem Match. Ich muss sagen, ich bin überrascht. Erstens, ich bin beeindruckt. Zweitens, wie ist es dir gegangen? Ja, geht mir auch so. Ich würde jetzt zwei Wörter nehmen, die du jetzt gesagt hast. Also, als wir das letzte Mal da waren, vor 3 Wochen, hätten wir nicht gedacht, dass das so rauskommt. Ja. Wir haben ziemlich das Gegenteil gesagt, oder? Dass wir Angst haben um die Mannschaft. Kann man auch so sagen. Dürfen wir, ja, auch, wir tun uns ja gerne selber abfeiern, dürfen wir auch mal so, haben wir so gesagt. Eingestehen. Genau. Was mir aufgefallen ist, oder? Das ist wirklich eine Mannschaft, die am Werk ist. Das hat mir in dieser ersten Saisonhälfte bis jetzt ein bisschen gefehlt. Und dann landen wir, glaube ich, schon sehr schnell beim Spenger Cup, wo ich das Gefühl hatte, die Mannschaft ist noch mal einiges zusammengewachsen. Es hat dort das Spiel gegeben in der Gruppenphase gegen das Team Kanada. Ist dort mit 1-3 zurück und das Spiel noch gewinnen. Und auch wenn man mit den Spielern geredet hat nach dem Turnier, die haben gesagt, hey, es ist irgendwie etwas organisch gewachsen in dieser Mannschaft. Wie nimmst du das wahr? Oder gibt es andere Elemente, die du siehst für den aktuellen Höhenflug? Ja, ich würde es noch ein bisschen vor dem Spengler Cup ansetzen. Und zwar das Spiel, Heimspiel gegen Biel, 21. Dezember, das zweitletzte vor Weihnachten. Sie sind Davos 3-1 hinten nach 2 Drittel, kommen auf ein 3-3 her nach 60 Minuten, gewinnt den Match im Penaltyschiessen. Und das war echt so ein Schlüsselerlebnis, schon wie die Spieler nach dem Sieg noch gejubelt haben, also wie sie das noch getragen haben. Und seither schon ist es schon eine andere Mannschaft im Werk. Eben, nachher du hast gesagt, auch gegen Kanada spielt er im Spengler Cup. Das zweite war dort. Auch 3-1 hinten nach 40 Minuten und gewinnen den Match auch noch, sogar in der regulären Spielzeit. Wo sie jetzt wirklich Qualitäten gezeigt haben, die wir lange vermisst haben. Eben, sie können aufholen, sie können Match drehen. Und nachher auch das Finale, oder? Gegen Pardubice, wo man 2-0 geführt hat. Man hat irgendwie das Gefühl gehabt, ja, das schaukelt man jetzt daheim. Und nachher kommt das 1-2, das 2-2 innerhalb von wenigen Sekunden. Und nachher gleich sehr souverän eigentlich die Reaktion. Hat die Mannschaft irgendwie so Momente gebraucht, so unangenehme Momente, die man überwinden kann? Hat das bis jetzt vielleicht auch ein bisschen gefehlt in der Meisterschaft? Nein, das hat also die Möglichkeiten, um so Momente überwinden, hätte es auch schon vorher gegeben. Aber es hat vielleicht wirklich einmal das Erfolgserlebnis gebraucht. Eben dort gegen Biel haben sie es geschafft, wo ihnen auch gezeigt hat, ja, wir können das. Und wir sind eigentlich jederzeit fähig für so etwas. Und egal, wie der Gegner ist, was dann eben gegen das Team Kanada gezeigt haben. Und ja, das ist wirklich so ein Moment, wo es offensichtlich gebraucht hat. Mir ist eine Geschichte vom Spenger Cup noch speziell so ein bisschen hängen geblieben. Und das ist die von Marc Wieser. Ich habe mit ihm ein Interview gemacht nach dem Finale. Und der Mann, der war so erleichtert. Oder der spielt jetzt jahrelang schon beim HC Davos. Hat den Spenger Cup nie gewinnen, weil er 2015 beim letzten Sieg in Biel war, dort, gespielt hat. Und darum eben nicht beim HCD. 2011. 2011, richtig. Richtig, genau. Dort nicht dabei war. Hast du auch so eine Geschichte, die hängen geblieben ist? Ja, einer Person würde es nicht aufmachen, aber es ist natürlich schon so. Es ist für viele, der Marc Wieser war immerhin schon Schweizer Meister, eben, das war dann im 15. mit Davos. Aber es hat einen Haufen andere Spieler, die noch nie etwas aus dieser Mannschaft, HCD-Mannschaft, die noch nie etwas gewonnen haben. Und darum ist der Spenger Cup also, ja, also hat so einen Wert für die Spieler dann auch, oder? Und nach dem Spenger Cup ist es ja erfolgreich weitergegangen. 2 Siege, 1 Niederlage, wobei man den gleichen Punkt geholt hat gegen Servet. Zuletzt, und da hat es das Spiel gegen den EV Zug gegeben. Ein ziemlich kurioses Spiel mit einem kuriosen Goal. Ich schlage vor, wir schauen uns das mal noch an.
Ja, der Zuckergoli, der Luca Hallenstein, der da natürlich nicht gut aussieht. Aber mir geht es gar nicht unbedingt um das. Ich irgendwie so das Gefühl gehabt, das Goal, das sagt ziemlich viel aus über den HC Davos im Moment. Oder wenige Sekunden vor Schluss, der Dominik Egli tut die Scheibe einfach mal vorne spielen. Joachim Nordström spielt sie einfach mal richtig Goal. Also, man probiert etwas, man macht einfach einmal und wird dann auch belohnt. Irgendwie das Goal ist mir so hängen geblieben als Symbol. Ja, es ist halt vor allem auch, es ist nicht mehr lang gegangen. Also der Nordström kann in dieser Situation vielleicht nicht viel anders machen. Aber es zeigt halt, er geht nochmal dieser Scheibe nach und er glaubt daran, dass noch etwas möglich ist und dass halt eben die Sirene ist nach 60-0-0 und eben nicht nach 59-58. Und er geht dieser Scheibe nach und profitiert vom Goalie-Fehler und am Schluss gibt es 3 Punkte. Es ist ja noch spannend, oder? Wir haben jetzt hier den Nordström gesehen. Es gibt ganz andere Spieler, die ein bisschen aufgeblüht sind wieder. Oder ich denke an einen Valentin Nussbaumer, der lange nicht mehr getroffen hat. Yannick Frener, der auch wieder mal ein Goal geschossen hat, zum ersten Mal seit Ende Oktober. Schon das Gefühl, eben, das Selbstvertrauen, das zeigt sich auch bei gewissen Spielern, dass die mit einer anderen Einstellung oder mit einem anderen Glauben aufs Eis kommen. Ja, 2 Spieler würde ich auch noch exemplarisch hervorheben. Der eine ist der Dennis Rasmussen, ein Spengler Cup Topscorer mit 5 Goals in 4 Matches. Und der andere ist, und wir haben lange darauf gewartet, bis vielleicht mal so eine Explosion kommt im Verlauf der Saison. Und da steht Enzo Corbi und hat einen super Spengler-Cup gespielt und hat in diesem Meisterschaftsspiel nachher hat das weitergezogen. Und es ist klar, der HCD braucht einen starken Enzo Corbi. Dann ist die ganze Mannschaft nochmal besser. Wenn wir gerade bei diesen Spielern sind, dann müssen wir über einen auch reden, der nicht beim HC Davos unter Vertrag steht. Und zwar der Alexi Peltonen. Vor wenigen Tagen ist das bekannt worden, dass man das Arbeitsverhältnis auflösen. Ja, irgendwie von A bis Z eine ziemlich missglückte Beziehung zwischen Peltonen und HC Davos. Er hat 2 Spiele gemacht zum Saisonauftakt, ist nachher gesperrt worden wegen einem Dopingvergehen in Anführungs- und Schlusszeichen, weil man ihm seine Erkrankung an Diabetes nicht angemeldet hat. Wie hast du ihn wahrgenommen, seine kurze Zeit hier in Davos? Ja, es viel ist, also eben, wenn man auf dem Eis ist nicht viel hängen geblieben. Es ist halt bei mir auch die Dopingsperre, die für ihn unverschuldet war, aber was noch mal gegeben hat. Der HCD hat ihn geholt aus dem College mit einem Finn mit Schweizer Lizenz. Also, es ist mehr in meinen Augen ein Experiment. Man hat mal geschaut, ob er langt für die National League. Ich finde, er hat gezeigt, er hat nicht gelangt. Unabhängig davon, ob er jetzt gesperrt war oder nicht. Aber er ist doch auch an anderen Spielern einfach nicht vorbeikommen. Davos hat sehr wenig Verletzungen in den letzten paar Monaten. Das heisst, er war dann überzählig. Und darum, von dem her finde ich es richtig, dass man den Vertrag auflöst. Ich bin so gerne, muss ich sagen, ein bisschen überrascht, dass er gerade wieder eine Anstellung sogar in der National League gefunden hat. Er ist ja dann auf Lugano. Zu seinem Zwillingsbruder, gell? Zu seinem Zwillingsbruder, genau. Der aber schon ein bisschen ein bestandener National League-Spieler ist. Und ja, ich bin gespannt mit Alexi Peltonen, ob er den Durchbruch schafft in der Schweiz. Das man natürlich mögen können. Aber es muss er noch zuerst zeigen. Was ich mich aber gleich gefragt habe, oder? Kann man mitten in der Saison so einen Spieler abgeben? Du hast gesagt, man hat bis jetzt wenig Verletzte gehabt. Hat man irgendwie den Luxus gehabt, so Spieler auch mal auf die Tribüne zu setzen? Angenommen, in den nächsten paar Wochen verletzen sich 3-4 Stürmer, vielleicht sind es dann auch 5. Dann braucht man ja genau die Breite im Kader. Und dann wäre so ein Peltonen vielleicht plötzlich ganz ein wichtiger Spieler. Dann wäre es natürlich einfach in erster Linie mal Pech, ja, falls das passieren sollte. Aber ein wichtiger Spieler wäre wahrscheinlich, er wäre ja immer noch ein Ergänzungsspieler, würde dann halt reingeworfen werden, um das Kader auffüllen. Aber ob er ein wichtiger Spieler wäre, das würde ich so noch nicht sagen. Und dann finde ich, würde ich es auch okay finden, wenn man eben eigene Junge hat. Man hat eine Elite-Mannschaft, wo es auch Stürmer gibt, wo man durchaus mal kann dann bringen in der National League. Und das wäre dann sicher auch eine Möglichkeit. Es gibt noch einen anderen Spieler, der den HCD verloren hat. Kurz nach dem Spenger gab der Thomas Jürtschow. Und der hat für ein ziemlich kurioses Bild quasi zum Abschied gesorgt. Wir schauen uns hier auch noch ein Video an. Lauten Warnschuss von Paolo Bizzi. Ja, aufgrund. Oh, was sehen wir da für Bilder? Oh, wow. Ui, ui, ui. Ja, eine Szene, die ziemlich global für Furore gesorgt hat, für Diskussionen gesorgt hat. Aus dem Finalspiel war das Davos gegen Pardubice nach dem ersten Drittel, wo der Trainer, der Josh Holden, überhaupt nicht zufrieden war. Bevor wir über Thomas Jürtschow noch kurz reden, wirklich das Verhalten von Josh Holden. Ich habe eine ganz klare Meinung.
Ich finde, er darf dem Spieler seine Meinung sagen, solange er nicht irgendwie beleidigende Worte wählt, solange er nicht flucht. Und das hat er nicht. Er hat gesagt, stay active, also bleib parat, bleib aktiv. Das ist für mich vertretbar. Was ich finde, geht gar nicht, ist, dass das noch am T-Shirt irgendwie durchreissen. Wie hast du diese Szene wahrgenommen? Ja, er wird tatsächlich ein bisschen handgreiflich und packt ihn da schon nicht ganz unzimperlich eben am Shirt und Jersey. Ja, ich trotzdem muss sagen, ich habe es jetzt nicht irgendwie riesig schlimm gefunden. Ich hätte es jetzt schlimmer gefunden, oder ich hätte es schlimm gefunden, wenn er das zum 18-, 19-, 20-Jährigen macht. Aber so zu einem gestandenen Spieler wie einem Jurcho, ja, wo schon sehr lange Profi ist und NHL war und überall, habe ich das jetzt ja, im Rahmen noch gefunden. Also, ich soll sagen, im Rahmen, ja, das ist okay gewesen für mich. Aber ich behaupte, wenn das einem anderen ehemaligen Davos-Trainer passiert wäre, gar nicht so lange ehemalig, dann wäre der Aufschrei ziemlich gross gewesen. Ja, du redest von Christian Wohlwend. Ja, wegen anderen Geschichten wäre das sicher noch mehr vielleicht aufgebauscht worden. Beim Josh Holden, wo man weiss, wie er als Spieler war, wo man aber er nachher kennengelernt hat, als sehr, sehr ruhiger Trainer, sachlich und alles. Ist mir jetzt fast ein bisschen verschrocken. Ja, dann sind wir gedacht, der alte Josh Holden kann da schon noch abgehen. Ja. Wahrscheinlich auch Thomas Jurcho verschrocken, der Stürmer vom HCD, der aber nicht mehr beim HCD ist, ist in die KHL gewechselt. Was bedeutet das für den HC Davos? Ich habe mit dem Sportchef, mit dem Jan Elsen, noch kurz geredet, der gesagt hat, er will unbedingt wieder einen Ausländer verpflichten, einen neuen Stürmer holen. Aber der Markt im Moment, der ist sehr, sehr austrocknet. Es gibt kaum freie, gute Ausländer. Ja, was kommt da auf den HCD oder eben auf den Jan Elsen zu? Genau, aber zuerst noch mal wegen dieser Szene Holden und Jurcho. Ich denke, da hat sich ein bisschen etwas aufgebauscht, das dann ein bisschen sich entladen hat, jetzt eben im Spengler Cup-Final. Wo aber auch beide Seiten gewusst haben, Holden und Jurcho, es ist eh der letzte Match, wo wir eigentlich zusammen spielen. Also es war nicht so, dass man da noch lange dann zusammen arbeiten muss und dass da irgendwie könnte psychisch belastet werden oder so. Von dem her auch da noch mal die Szene ein bisschen zum Relativieren in meinen Augen. Und dann, ja, wie du gesagt hast, es ist jetzt ein Ausländer weg. Er ist der siebte Ausländer ja gewesen und oft halt auch überzählig. Und auch da wieder, Davos hat ja sechs Ausländer, die es einsetzen können. Also es ist jetzt nicht so, dass gerade im Moment einer fehlt, solange eben die anderen alle gesund sind. Aber klar, ja, sollte sich einen verletzen, natürlich braucht man da, wird man auch wieder einen Ersatz suchen. Und ja, im Moment ist da nicht viel zu holen, aber es wird bald so weit sein, dass in der KHL dann die ersten Teams ohne Playoff-Chancen sind. In den letzten Jahren war es immer so, Ende Januar kommen auf einmal wieder Ausländer aus der KHL und es gibt schon wieder Spieler, die da frei sind. Für mich hat Thomas Jurcho eigentlich einen guten Job gemacht. Oder 17 Spiele hat er gemacht, 6 Goal, nachdem er wortwörtlich über die Nacht eigentlich zum HC Davos gekommen ist. Wie hast du ihn wahrgenommen? Ja, so dieses, ja, 6 Goal ist eigentlich okay gewesen, hätte aber gleich noch ein bisschen, sogar noch mehr von ihm erwartet können, weil eben, der ist mit hohem Merit eigentlich auf Davos gekommen. Einer hat eben 300 NHL-Spiele gemacht, Medaillen mit Slowakei, ein Olympischen Spiel und so weiter. Also von dem her hat er die Erwartungen am Schluss gleich nicht so ganz erfüllt. Und ja, Bristet und Jurcho, die sich eine Zeit lang abgewechselt haben, aber der Bristet hat spätestens ab Dezember den Rang abgelaufen. Und es ist klar, Jurcho ist ein überzähliger Ausländer und ja, ein überzähliger Spieler, ein unzufriedener Spieler, den du dann einfach auf der Tribüne hast, bringt dann der Mannschaft am Schluss auch nichts. Und von dem her finde ich es schon okay, auch da, dass man den Vertrag auflöst. Der HCD also ohne Thomas Jurcho, morgen Abend dann wieder im Einsatz am Freitag auswärts gegen den Leader, gegen ZSC Lions. Mit unserem Live-Ticker auf südostschweiz.ch/sport, da sind sie natürlich auch bei diesem Spiel wieder ganz nah mit dabei. Und uns gibt es dann in 2 Wochen wieder oder in der Zwischenzeit auch als Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ja, danke vielmals, Bernie, für deine Einschätzungen hier im Studio. Danke auch. Und danke Ihnen für Ihr Interesse. Hier auf dem Sender geht es jetzt weiter mit unserer Wirtschaftssendung «Valuta», wo wir der Frage nachgehen, wie man 2024 mehr aus seinem Geld macht. Durchaus spannende Sache, also bleiben Sie dran.